Ganz anderes Thema. Großbrand in einem Hochhaus in Pinneberg. Als die Feuerwehr dort eintrifft, steht das dritte Obergeschoss in Flammen. Ja, und das Feuer droht auf weitere Stockwerke überzugreifen. Die Einsatzkräfte können das verhindern und bergen 9 verletzte Bewohner. Einer von ihnen muss mit lebensgefährlichen Verbrennungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Dichter Rauch und Flammen schlagen aus dem Fenster der Wohnung im dritten Stock eines Hochhauses in Pinneberg, Schleswig-Holstein. Großalarm für Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte gestern Mittag. Der Mieter der betroffenen Wohnung wollte das Feuer zunächst selbst löschen und hat sich dabei schwer verletzt. Der Mieter der entsprechenden Wohnung kam uns schon entgegen. Diese Person hat eine schwere Rauchgasintoxikation gehabt. Sie wurde sofort rettungsdienstlich betreut. Der 51 Jahre alte Mann wurde in eine Spezialklinik gebracht. 6 weitere Bewohner erlitten Rauchvergiftung und kamen ebenfalls ins Krankenhaus. Ein Feuerwehrmann zog sich eine leichte Quetschung zu, ein anderer eine Schnittverletzung. Die Löscharbeiten gestalteten sich zunächst schwierig. Die ersten Trupps sind über den Treppenraum ins Gebäude vorgegangen, haben sofort versucht, da die Menschenrettung und die Brandbekämpfung einzuleiten. Schwierigkeiten war, dass die vorhandenen Löscheinrichtungen, der Schnellangriffsschlauch, der auf jeder Etage im Treppenraum vorhanden ist, dass der in dem Bereich der vom Brand beaufschlagten Wohnung bereits durchgebrannt war. Insgesamt waren 10 Feuerwehren, 9 Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber, der Notarzt und 5 Streifenwagen vor Ort. Wie und warum es zu dem Brand kam, ist auch heute noch unklar. Klar ist aber, es hätte viel schlimmer kommen können.